Willkommen zurück zu Metal Headsinger. Machen wir weiter an der Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben, mitten in Level Yelm. Da geht es richtig ab, weil wir haben jetzt auch noch ein Leben. I'd be lying if I said I didn't want answers too, after that flash I saw. I was just hoping I'd get them before the unknown shanked all of hell in the process. Ja, jetzt kommt der Boss natürlich. Ich darf kein einziges Wort drauf gehen. Das wird richtig gut. Fuck. Das tat weh. Yo! Da natürlich! Also bei dem Boss hätte ich gerne ein paar mehr Leben. Ich will auch ein Leben holen, ne? Das ab. Spawn Gegner. Try out and your divine unforever. Go down this devil inside.
Ich nehme jetzt. Ach, meine Lieblingsgegner sind da. Ja, das ist so ein Geil. Jetzt habe ich leider keine grünen Dinge mehr, um da irgendwie was zu machen. Ja, verloren. Okay, das war's. Also ich brauchte definitiv mehr Leben. Ah, das ist so frustrierend. Drei Prozent, ja. Also definitiv mehr Leben. Darf halt einfach am Anfang nicht verkacken, war hart. Also ich habe aber lange durchgehalten, ne? Also das ist durchaus nicht so, ne? Aber das ist echt nicht einfach. Das Level ist echt nicht einfach, ne? Und ja, man bekommt diese eine Waffe mit, ja, also dazu, ne? Diese eine Crossbow-Dingens-Waffe. Und eventuell muss er mit der da am Endboss da, wenn man die da bekommt, da durchaus ein bisschen was machen. Ne? Aber ich bin mir so unsicher. Vor allen Dingen mag ich diese Dämonen hier, genau diese hier, mit dem Schild nicht.
mit dem Schild, diese Dämonen, die sind richtig dumm. War das geil oder war das geil eben gerade? Die krasse Kombo. Die war schon geil. Wenn ich so beim Boss performe, dann sehe ich da gar keine Probleme. Oh, da hätte ich mal hier drücken sollen. Nein. Wobei, hier sind noch nicht so schlimm. Hier kann ich die ganzen Heildinger aufsammeln. Jetzt. Ja, die Schüsse müssen sitzen bei den fetten Dingern und dann kriegt sie die auch gut weg. Schlossbomber nachladen. Ich hasse Spucker, ne? Ich verlasse einen Takt raus. Statues left standing in the cathedral. Alter, seh ich mich. Endboss-Fight? Ich glaube, es wird kein Problem werden.
Sage ich jetzt so. Dann wird's doch ein Problem. Das ist ein Spucker. Wo ist der? Da. Ich glaube noch nicht, ne? Ja, die Behemoth-Spiecher, die habe ich mittlerweile drauf. I guess it's not quite more like a church fort. Das ist immer so, einmal muss ich das ganze Ding verkacken und dann laufe ich komplett perfekt durch. Also naja, perfekt ist was anderes, aber ihr wisst schon, ohne dass ich einmal ein Leben verliere. Okay, jetzt kommt das Treppenhaus. Funktioniert.
Okay. Nehme ich mit. Machen. Ist aber doof. Hässlich, fett und doof. Und ich auch, weil ich den Takt nicht treffe. Irgendwas schießt hier. Dann jetzt nicht 100 jumpen. Das wäre natürlich richtig doof, aber das funktioniert. Okay, dann sind wir oben angekommen. Ja, nicht mal weg, ja. Auch meine Leiste da reinsetzen können. Ja, kann ich nicht machen.
Schaffst du das? Ja! Oh, geil. Das ohne Lebensverlust. Das heißt ja, dass wir jetzt beim Boss sein müssen, ne? Ja, okay, perfekt. Dann mache ich hier, nochmal Schluss. Und nächstes Mal versuchen wir nochmal den Boss in Yelm. Diesmal aber mit zwei Versuchen. Also, dass wir noch zwei extra Versuche haben. Das ist ganz gut. Weil ich habe ja eigentlich ganz gut den ja schon runtergeknallt. Mit einem Versuch letztens. Und wenn ich da noch einen Versuch zusätzlich gehabt hätte, dann hätte ich den, glaube ich, gelegt. Dementsprechend glaube ich, ist ganz gut, wie wir das jetzt gemacht haben oder wie ich das jetzt gemacht habe. Ich habe das alles gemacht, ihr habt nur zugeschaut. Ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.